Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Schädel-Tutorials. Ja, heute geht es darum, hier diese Löcher einzubauen, und dann auch die Zahnlöcher hier reinzumachen, dann auch den Gaumen und die Mundhöhle ein bisschen verfeinern und dann werden wir hier auf die Unterseite, ach, hier auch noch so ein paar Löcher und hier den Aufsatz der Wirbelsäule und hier noch so ein paar Elemente einbauen. Dann hier unten, das Stück ist einfach nur mit Claystrips ein bisschen rauer gemacht und dann werden wir hier auch die Wülste hier für die, wo die Zähne gesessen haben, im Schädel noch einbauen. Hier in der Mitte den Steg können wir noch schnell machen, dann hier noch so ein paar, ja, sag ich jetzt mal, ein paar Löcher, damit das Ganze noch ein bisschen interessanter aussieht. Und dann natürlich noch auch hier werden wir das Detail ganz hochschrauben von dem Constant Detail und dann hier diese Bruchkanten, diese Risskanten hier einbauen. Und dann sind wir auch schon am Ende mit unserem Schädel. Ja, da wir hier gerade im Object Mode sind, schlage ich vor, dass wir mit den Löchern hier anfangen, das werden wir mit einem Boolean Modifier machen. Dazu füge ich jetzt hier einen Zylinder zu und skaliere den erstmal ein bisschen runter. Verschiebe den auf die X-Achse und skaliere den nochmal um die X-Achse, damit er hier so ein bisschen ovalförmig wird. Noch ein bisschen kleiner. So, dann setzen wir diesen Zylinder erstmal hier ein. Schiebe ihn noch so ein bisschen nach vorne in Position ungefähr. Und rotieren um Z-Achse ein bisschen, dass der sich hier dieser Knochenkante hier anpasst. Dann gehe ich noch ein bisschen nach vorne. So, dann in den Edit Mode und füge hier in der Mitte erstmal einen Loop Cut hinzu. Dann schalte ich hier oben rechts, kann man den Transparenzmodus einschalten. Da ziehe ich dieses Element hier da raus, dass das so ein bisschen schräg steht. Und das untere ziehe ich noch ein bisschen nach unten. So, dann mache ich den Transparenzmodus wieder aus. So, das sitzt eigentlich sehr, sehr gut da drin. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dass ich das im Object Mode verschoben habe. Und deswegen ist der Ursprung, das sieht man hier an dem kleinen Punkt hier vorne in der mitten im Objekt selber drin. Und deswegen verschiebe ich den Ursprung wieder auf den 3D-Cursor und füge dann hier den Mirror Modifier hinzu, der das Ganze dann nochmal spiegelt hier auf die andere Seite. Jetzt ist das hier noch so ein bisschen schief und das liegt daran, dass ich die Transformation, die ich ausgeführt habe, hier nochmal anwenden muss und schon wird das Objekt ordentlich gespiegelt auf der X-Achse oder zur X-Achse gespiegelt. So, jetzt haben wir uns unsere Blöcke hier schon reingesetzt. Jetzt gucke ich nochmal ein bisschen hier an den. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich könnte es vielleicht noch ein bisschen zur Mitte bewegen, dass wir noch ein bisschen mehr Wandstärke haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann wähle ich den Schädel aus und füge hier dann Boolean Modifier hinzu. Wähle dann das Objekt hier aus, unseren Zylinder. Und hier ist dann schon Differenz eingestellt. Dann sage ich hier anwenden. Und wenn ich den jetzt ausblende, den Zylinder, dann sieht man hier, dass da hier so ein schönes Loch da reingeschnitten hat. Und das wollten wir auch haben. Dann sage ich hier entfernen, weil wir das Objekt nicht mehr brauchen. Und wir können dann mit diesem Loch hier weiter skalten. So, ich musste gerade den Boolean Modifier nochmal anwenden, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe.
Ich habe hier den Flock in dem letzten Moment, nachdem ich den Mirror Modifier angewendet habe, nochmal verschoben. Und dann ist das passiert, was beim Glätten vielleicht euch vielleicht auch passieren kann, dass ihr hier diese Hochstand, dieser Knochensteg hier viel zu schmal wurde, beziehungsweise unterbrochen wurde, weil der Boolean Modifier hier zu weiß rausgerückt ist. Das sollte euch nicht passieren. Das habe ich dann nochmal gemacht und jetzt sind die beiden Öffnungen hier schön symmetrisch. Ja, was wir jetzt machen müssen, ich habe hier den Clay Strips Brush genommen und wir müssen jetzt hier erstmal diese Kante und hier dieses Geriffle, was von dem Boolean Modifier kommt und von dem Zylinder, das müssen wir jetzt erstmal glätten. Also mit Shift und dann hier schön drüber gehen. Ich weiß nicht, ob das ein Blender-Bug ist, aber ich gehe hier erstmal mit dem Clay Strips Brush hier drüber und dann drücke Shift, weil der mir sonst manchmal ein bisschen die Geometrie zerhaut. Das könnt ihr gerade sehen, dass das hier so komisch, hier an den Rändern sieht man das, dass das hier so komisch aufriffelt. Erst wenn ich hier drüber gehe und dann glätte, geht das weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder auf jeden Fall muss man da ein bisschen aufpassen. So, dann auch die Kanten hier ein bisschen glätten. So, und damit sieht das schon ganz gut aus. So, jetzt wollen wir die Unterseite hier, die Zähne ein bisschen bearbeiten. Dazu können wir jetzt noch an der Stelle das Detail noch ein bisschen weiter hochsetzen. Ich setze das mal auf 80 und ich habe hier den Draw Brush hier ziemlich klein gemacht. Ich drücke wieder 7 und 9, 7 in Top-Ansicht und 9 dann, um in der entgegengesetzte Ansicht zu kommen. Und ich gehe jetzt hier sehr nah ran und probiere dann schon mal eine Strücksteuerung. Und mache dann schon mal die ersten Zahnvertiefungen rein. Erstmal nur ganz leicht, damit ich sehen kann, wie ich auskomme. Das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt erhöhe ich die Stärke ein bisschen und grab dann richtig tief da rein. Ja, so sieht es ganz okay aus. Als nächstes mache ich den Graubrush wieder was größer und gehe jetzt hier in die Seitenansicht. Und überall da, wo ein Zahnkanal ist, kann ich jetzt hier so eine Verdickung einbauen, dass ich hier oben ein bisschen anfange. Und hier dann so runterziehen. So, das kann ruhig ein bisschen schief sein. Das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus.
So, um das Ganze noch ein bisschen hervorzuheben, kann ich hier auf den Crease Brush gehen und zwischen den beiden Zahnwülsten mache ich jetzt hier nur so eine Vertiefung rein. Und wenn man das so ein bisschen unregelmäßig macht, dann sieht das auch sehr natürlich aus. So, dann habe ich noch an den Zähnen hier ein bisschen weitergemacht. Das sah ein bisschen klobig aus, deswegen bin ich einfach hingegangen, habe die Zahnreihen ein bisschen verlängert und hier oben immer ein bisschen spitz ausgesmoothed. Und hier an den Rändern hier unten habe ich hier in so einem Halbkreis hier noch so kleine Verdickungen eingebaut. So, und damit sieht die Zahnreihe hier schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann gehe ich hier in die Mundhöhle und hier im Original habe ich hier so einen kleinen Knubbel, so einen Gaumenknubbel eingebaut und hier einfach mit Claystrips da reingemalt. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen größer hier, den setze den noch ein bisschen höher vielleicht und normal dann hier so einen Gaumenknubbel rein. Und dann wechsle ich zu den Claystrips und streiche dann hier die Mundhöhle von außen nach innen. Hier einfach so zu, erhöhe die Stärke noch ein bisschen. So, und schon mit so ein paar einfachen Strichen von den Claystrips sieht er auch die Mundhöhle schon ganz gut aus. Da gehe ich jetzt hier mal noch über den Daumenknubbel noch ein bisschen rüber, damit er nicht ganz so gleichmäßig aussieht. So, und das war es dann schon für die Zähne. Wir können noch schnell den Brush ein bisschen kleiner machen und dann hier diesen Nasensteg einbauen. Da geht er einfach hier in der Mitte einen kleinen Drawbrush und zieht dann hier einfach von hier oben immer schön runter. Dann noch ein bisschen glätten, besonders hier vorne die Stelle. Ich gucke mal, wie das hier aussieht. Ja, da bin ich schon ein bisschen weiter reingegangen mit dem Glätten. Ja, und damit sieht es doch schon ganz okay aus. So, und da wir schon in einem an der Unterseite sind, können wir nochmal gucken, was wir sonst noch so machen müssen. Hier sind noch so zwei Vertiefungen, hier noch die Vertiefung für die Wirbelsäule. Hier stehen noch so zwei Stege vor, die wir noch machen können. Ja, und damit machen wir weiter, denke ich, am besten.
So, und dann haben wir hier noch diese abgeflachten Bereich. Das machen wir wieder mit dem Clay Strips Brush. Da gehen wir dann hier einfach ein paar Mal so drüber und dann runden wir das hier an der Seite noch ein bisschen ab, wenn wir hier so im Kreis da drüber gehen. Können wir auch mal rumgehen, damit das nicht ganz so glatt oder ganz nicht allzu zu rund wirkt, dass das konstruiert wird. Ja, so sieht die Unterseite ganz, ganz gut aus, denke ich. Und jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch so machen müssen. Ja, hier vorne können wir noch so ein paar Löcher einbauen. Und jetzt sehe ich gerade, weshalb der Schädel so anders aussieht. Hier vorne die Kante ist flach. Und hier habe ich noch so einen Steg eingebaut. Jetzt kann man das noch so ein bisschen ausflachen, damit das genauso aussieht wie in dem anderen Modell. Das machen wir am besten auch. Ja, und zum Schluss bleibt uns dann noch übrig, hier diese Risse reinzumachen. Und hier stellen wir das Detail mal auf 120 und wir lassen hier den Drawbrush. Und was wir noch machen müssen, um hier scharfkantige Risse einzubauen, ist unter Vorlauf können wir hier Constant einstellen. Das ist, wenn ihr hier genau hinseht mit dem Brush, der hat so einen äußeren und so einen inneren Kreis. Auf dem inneren malt er und zum äußeren Kreis fällt das dann immer hier bei diesem Smooth Fall-Off fällt das dann immer ganz konstant ab und bei dem Constant geht das abrupt runter und das brauchen wir für unsere Kanten. Dann machen wir den Brush ganz klein und fangen dann hier an zu malen, hier am besten von der Kante hier von dem Auge weg. Mit Steuerung. So, und als letzten Schritt, um jetzt hier noch die Zentrallinie hier zu machen,
schalten wir hier die Symmetrie aus. Und wir können dann jetzt hier die Verbindungslinie hier ein bisschen unsymmetrisch bis zum Vorderteil durchziehen. So, dann machen wir den Brush ein bisschen größer und mit Shift gehen wir jetzt hier so mehr oder weniger zufällig drüber und machen einige Stellen wieder glatt, dass sie so ein bisschen verwachsen wirken. So, zum Schluss, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, die Oberflächenstruktur, seht ihr hier überall, dass hier so Unebenheiten drin sind. Hier oben jetzt in der Stirn oder hier auf der großen Schädelplatte, um da noch so ein bisschen Struktur reinzukriegen, können wir hier auf den Drawbrush gehen und dann hier auf die kleine 2, dann drücken wir duplizieren und dann gehen wir hier unter Texture und sagen erstmal New, dann erscheint hier so ein schwarzes Feld und dann gehen wir hier unter in den Texture Properties und sagen dann hier Clouds. Dann gehen wir zurück hier oben im Werkzeug wieder in dieses Draw Werkzeug und lassen das Detail auf 120, das müsste eigentlich ausreichen. Und wenn wir jetzt den Brush vergrößern, dann sehen wir schon hier die Cloud Texture, die angewendet werden soll, und kann man hier Anchored wählen, dann wird, egal wie ich den Brush verwende, wird die Textur dann immer gleichmäßig gezeichnet. Das brauchte ich jetzt hier aber nicht, man kann es aber aktivieren. So, und jetzt muss man vorsichtig hingehen und ja, wenn man jetzt das hier anwendet, dann ist das schon zu stark. Dann sieht man hier schon den Ring an der Seite. Ich setze das hier den Vorlauf wieder auf Smooth. Jetzt halt grad, oder habe ich gerade Fehlklick die Texture wieder verloren. Und kann dann hier die Textur anwenden. Das macht man am besten mit einem sehr leichten Pinsel, also die Stärke ein bisschen runtersetzen. So, ja, so ist ganz okay. Und dann gehe ich hier einfach über die Schädeldecke hier drüber und bringe hier so ein bisschen Struktur in diese langweilige, in die eher langweilige Partie rein. Und ich kann ja auch über unsere Risse ein bisschen drüber malen, das war auch kein Problem. Und ihr seht, dass beim Bearbeiten wölbt sich der Schädel so leicht, deswegen gehe ich hier nochmal mit der Stärke ein bisschen runter. Und ich kann dann auch hier vorne über die flachen Partien im Gesicht ein bisschen drüber gehen. Ich kann ja mit der Größe, die Größe ein bisschen variieren. Dann werden hier an den kleinen Stellen auch ein bisschen mehr Details eingebaut. So, ja, dann war es das eigentlich schon mit dem Tutorial. Ich glaube, wir haben alle Elemente des Schädels, die ich hier hatte, auch drüben eingebaut und zumindest nur eine grobe Idee, wie man das machen kann. Und ja, ihr könnt natürlich noch weitere Details einbauen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt beim Modellieren, dass selbst kleinste Veränderungen hier an der Augenpartie geben dem Schädel schon einen anderen Gesichtsausdruck. Da muss man ja sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, dass man da nichts
nichts großartig zerhaut. Und ich muss sagen, von der Augenform finde ich unseren zweiten Schädel jetzt hier besser. Und von diesen ganzen Proportionen wirkt er noch ein bisschen dick. Man könnte hier noch die Wangenknochen ein bisschen zusammenschieben und die Stirn noch ein bisschen höher machen, so wie hier. Aber sonst finde ich das ja ganz gut gelungen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.